Danke, guten Morgen. Voll der Nebel. Ich glaube, die sind hier. Ah, sehr schön. Ich habe auch mal Spulen geklaut. Entschuldigung. Schwimmen. Da ist noch Nebel. Da ist immer noch neblig. Da sind die Hühner. Dahlien. Wir haben so schöne Blumen in dem Garten, Leute. Wie hübsch. Das sind meine Lieblingsblumen. Dahlien. Ja, älter Falter. Echt, die haben ja voll den nice Garten. Aber die haben so viele Dahlien. Julia, wenn ich einen Garten habe in Irland, dann fangen sich da auch die ganzen Dahlien an, okay? Gehen wir jetzt hier rechts oder nicht? Schau mal, ein Limettenbaum. Ein Limettenbaum haben die. Ich will jetzt, das ist so ein schöner Garten. Und Mais wächst da. Das ist ja cool. Und eine Sonnenblume. Sehr schön. Schau mal, was sie für schöne Blumen haben. Meine Lieblingsblumen. Krass, ja. Das kann man bei uns auch pflanzen. Das sind Dahlien. Ja. Aber ich finde die schöner. Ja, ich auch. Ich finde die am schönsten, die lilanen. Gut, machen wir Dahlien. Ich habe das Geschäft schon gefunden und zufällig bin ich sehr hungrig. Hungrig bin ich, hörst du? Hallo, ich bin's. Miau. Wir gehen jetzt zu Panda Express und ich bin sehr hungrig. Den kann man draußen sitzen. Wir essen Panda Express. Das Lustige war. Keine Ahnung. Ich weiß es leider nicht. Wir wissen nicht, wie lange wir hier parken können. Sehr, sehr, sehr nett hier, ja? Ja, ja, da vorne ist schon die Straße. Ich glaube in der Straße. Schau mal, da gibt es ein Lululemon. Baustile sind sehr. Nochmal auf zu lachen. Diese Stadt ist sehr berühmt für die maurischen Baustile. Nein, wie kommst du darauf? Mama, wie kommst du darauf? Ich will auch was kaufen. Aber das schaue ich mir auf dem Rückweg an. Wie man wisst, rechts hin, links zurück. Okay, dürfen wir nicht. Das ist sowieso wurscht. Hä, hey, wo sind wir denn jetzt? Also wie kommen wir wieder zurück dahin? Wow. Und so Mais, schau mal, das ist so nett gemacht. Ich habe ja gesagt, dass es ein Urban Outfitter gibt, jetzt müssen wir da natürlich hin. Du tust sie. Nee, mir gefallen die Sachen in Urban Outfitter nicht und ich habe kein Geld. Ich muss sparen. Danke. Ihr zwei, echt. So ein netter Markt, die haben hier so nette Sachen. So Orangen und Avocados und Brombeeren und die wachsen hier einfach. Und dann so kleine Salate, das ist so nette. Und Passionsfrüchte wachsen hier einfach. Die haben sie dann so abgepflückt. Toll. Ich liebe es hier, toll. Die sind so süß, weil die geben dir Orange und Dings und ja, aber die geben dir so Samples und ich finde das so süß und so richtig süße Sachen. Mann, Leute, es ist so nett hier. Ich bin so nett hier. Ich möchte den Markt entlang laufen. Hallo Leute, ich möchte nur kurz berichten, dieser Farmers Market. Ich habe früher auf YouTube immer so Videos angeschaut von so einer Familie, die auf Hawaii wohnt.
und halt immer zum Farmers Market, und man sieht in dieser Einkaufs- und genau so ist es hier, so ganz hübsche Brombeeren und weiße Johannisbeeren, Passionsfrüchte, die einfach wachsen. Es wachsen halt hier einfach so Sachen und das ist so cool, und der Papa sagt, es ist 4 Grad südlicher hier als Tropea, was sehr südlich ist. Und es ist halt einfach so nett. Und ich möchte gerne einen Passionsfruchtbaum auf dem Passionsfruchtbaum. Ich hätte gerne so dann so kleine Salatfrüchte in meinem Garten in Irland, und dann gehe ich auch immer so auf den Markt und verkaufe Brot. So, merkt ihr schon mal vor, wenn ihr ein solches Brot in Irland essen wollt, Jenny auf dem Farmer fahren. Das ist alles Billigzeug aus Irland. Bleibst du draußen? Dann nimm Mamas Rucksack. Das ist dieses Plastik von den Masken, das ja. Noch, wie du so einen Sandwich-Laden haben wolltest in L.A. Wir haben jetzt hier so einen Cookie-Laden gefunden. Das ist jetzt zwar nicht genau das gleiche, aber die sind so ein bisschen hip, die sind so ein bisschen fancy, die sind so ein bisschen anderer Stil, sieht man leider gerade nicht so gut. Aber genau sowas willst du doch. Jetzt gehen wir nach oben. Ich glaube, wir müssen auf die andere Seite gehen. Jetzt haben alle ihr Essen bekommen. Alle Aussichten, und es gibt für Hügel. Eine Achterbahnhügel. Wow, okay, tolle also, wow. Und Achtung, gleich kommen 2 Bumps Bumps. Hui, da kann man auch Hui machen. Santa Barbara. Die kommen erst da, wenn man die Straße fährt. Ja, mit der Papa-Tür. Achtung, bam, 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 bam. Das ist jetzt aber Obst gemacht, das steht nicht im Mund. Ja, Julia, du hast gesagt, es gibt nur 2. Ich kann mein Vokabular weiter nicht möchte. Nein, du musst dafür erst eine Genehmigung und dann einholen. Bitte gehen noch geradeaus. Ups. Ui. Julia, hör auf damit. Wir sind noch geradeaus und dann vorne rechts. Tief ereignisloser Vlog heute. Vlog, wie auch immer. Wir haben auch nicht großartig viel gemacht. Also wie ihr gesehen habt, sind wir aufgestanden, sind am Strand gelatscht, sind in die Stadt gelatscht, haben den Markt angeschaut, haben bei Panda Express gegessen. Jetzt sind wir wieder am Strand, aber auf der anderen Seite von Santa Barbara. Also wir haben jetzt sozusagen den Hafen von uns. Wir waren vorhin da hinten, wir latschen. Wir laufen jetzt dahin. Also relativ entspannt und ohne großes Trara. Ich bin nicht ganz so warm angezogen wie gestern, aber habe trotzdem mein Jäckchen dabei. Und wir haben gerade umgeparkt, weil da so eine blöde Parkzone. Und ja, so viel dazu. Morgen ist unser letzter Tag. Wir fahren nach Santa Monica und verbringen den Tag dort. Und dann müssen wir nach Hause. Auf dieser Promenade waren wir noch gar nicht. Aber jetzt, Mama, hör auf mich auszulachen. Wir haben geschrieben. Da. Unglaublich. Wir haben geschrieben, vielleicht. Nein, die haben doch geschrieben, Mama. Nein, die haben geschrieben, Santa Monica ist eine der schönsten Orte, irgendwas, bla bla bla. Ich will nicht abgenommen. Okay, dann sprich ins Mikrofon. Okay. Frag. Kanu Club. Springen? Ja. Sicher? Ja. Wollen wir das ausprobieren? Ja. Nein. Für 90 Minuten darf man auf diesem wackeligen Holzpier parken. Was denn? Und sich so im Vergleich zu den anderen Piers und Wharfs, auf denen wir so waren, ist es halt wirklich so leer, nicht so viel los. Jenny als Pirat. Wenn wir ein Selfie um das Teil rum machen, gute Idee. Und zwar jeder stellt sich irgendwie lustig hin. Na, lass das bitte. Jenny, das geht kaputt. Doch, keine Ahnung. Das machen ist kaputt. Wir machen ein Selfie. Ja, ja. Aber wenn du dich stabil.
es eigentlich ein bisschen lila nach, finde ich. Aber hübsch ist es trotzdem. Wir laufen noch am Santa Barbara Ding entlang. Oh, wie schön. Letztes Mal bei Taco Bell. Was ist das eigentlich? Soße, Salsa Verde. Das ist Avocado.